Oder einfach Kopfhörer aufsetzen. Sie meine Holzkiste mit Zement, begraben Sie mich tiefer als alle anderen und bedecken Sie den Boden mit mehr Zement. Denn glauben Sie mir, der Tod allein wird mich nicht davon abhalten, wieder zu morden. Bibliothek haben, oder? Hörst du dich selbst reden? Entspann dich doch mal 2 Sekunden lang, dann hättest du vielleicht mal Spaß. Spaß haben? Das habe ich vor Jahren aufgegeben. Hey, vertrau mir einfach, okay? Ich wollte nie hierher kommen. Aber jetzt sind wir hier. Ha ha!
Das ist mein keine Angstlied. Ich sing es, damit mir nichts geschieht. Sicherung. Scheiße. Hallo? Mr. Dumet? Wird langsam Zeit fürs 21. Jahrhundert. Toll. Auf in den gruseligen Wartungsraum im Gruselhotel auf der Gruselinsel, wo wir eine Doku über Serienmörder drehen, ganz allein und ohne meinen Taser. Selbst schuld, Jamie. Bist selbst schuld. Triff bessere Entscheidungen.
Gott sei Dank! Etwas aus diesem Jahrhundert! Achtung! Achtung! Dies ist eine schwere Sturmwarnung für das Gebiet der großen Seen. Ab 22 Uhr Ortszeit ist mit hohen Windstärken und Starkregen zu rechnen. Wiederhole! Dies ist eine schwere Sturmwarnung für das Gebiet der großen Seen. Ab 22 Uhr Ortszeit ist mit hohen Windstärken und Starkregen zu rechnen. Wiederhole! Oh.
zur... Um meine eigene kleine Burg zu bauen. Genauso wie Holmes. Die meisten wie ich machen ihre Geschäfte dort, wo ihr Ziel lebt. Die wollen wohl gefasst werden. Holmes' Idee war genial. Man muss mit Honig eine Falle legen. Haben Sie was zum Rauchen mitgebracht? Haben Sie? Lucky Reds? Ja! Und die sind wie Gold hier drin. Scheiße, ist das gut. Also ja, ein Honigtopf. Holmes hat ein Hotel gebaut. In der Nähe der Weltausstellung. Und nannte es das World's Fair Hotel. Und hat in Zeitungen neben Werbungen für die Ausstellung annonciert. Natürlich nahmen dann alle an, es wäre das offizielle Hotel. Ma und paar Kettle kommen mit dem Zug aus Nebraska. Sie reisten 3 Tage, sie sind müde und wollen sich ausruhen, begeben sich auf ihr Zimmer und hoppla, wer hätte das gedacht? Holmes hatte eine Gasleitung, sie ist unterm Bett, vergiftet sie oder er öffnet eine Falltür. Vielleicht trennt er sie und eine Person muss durch ein Fenster zusehen, während er den Hals der anderen aufschlitzt. Das ist der Vorteil eines Honigtopfs. Es gibt immer genug Ziele. Darum sind es all die Häuser nördlich des Flughafens geworden. Die ganze Nachbarschaft sollte abgerissen werden. Und doch, all die Damen in den Maklerbüros haben das wohl nicht mitgekriegt. Ich rufe Sie an als Bauherr. Sag, ich sei stinkwütend. Sie müssen sich dort mit mir treffen. Und sieh mal an, außer uns meilenweit keine Menschenseele. Anfangs habe ich noch gewartet, bis ein Flugzeug drüber flog, um die Schreie zu übertönen. Aber nach einer Weile fiel mir auf, sie konnten so laut schreien, wie sie wollten. Niemand würde sie hören. Schöne Erinnerung, diese Schreie. Versuchen Sie ruhig zu verstehen, warum ich so bin. Setzen Sie ruhig Ihre forensische Wissenschaft ein. Aber Sie werden es nie wissen. Sie werden es nie wissen, Monday. Sie werden nie wissen, wie sich das anfühlt. Zuzusehen, wie in jemandem das Licht erlischt. Thank you.
Wie sieht's aus, Jamie? Ein paar Elektrikprobleme, aber können gleich losgehen. Ja. Sieht gut aus. Genau wie Gaslicht. Mit einer Halterung und Folie könnte ich einen Flackereffekt hinkriegen. Das reicht schon so. Bisschen was ist noch zu tun, wenn Kate da ist. Dauert aber nur ein paar Minuten. Hey, danke für dein Loblied beim Essen. War nett, das zu hören. Wir sitzen alle im selben Boot. Manchmal vergessen wir das. Was zur Hölle? Hey, hey! Hey, Hilfe! Ich brauche Hilfe! Ich kann nicht sehen! Ich... Leute? Leute, bitte! Aaron? Ich krieg die Tür nicht auf! Holt mich hier raus! Alles okay, wir sind da. Ganz ruhig, Aaron, alles wird gut. Okay, wir sind da. Bist du verletzt? Ich brauche meinen Inhalator. Wir hatten Asthmaanfall. Wie ist deine Zimmernummer? Ich! Schnell! Charlie, wo ist ihr Zimmer? Nebenan, den langen Flur darunter. Aaron, ich hol ihn. Versuch ganz langsam zu atmen. Wir sind hier, Aaron. Bleib ganz ruhig, okay? Zähl die Atemzüge. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, aus. Wir müssen diese Tür aufbrechen. Leute, ich krieg... Such etwas, um die Tür aufzubrechen. Mark und ich versuchen es weiter. Wer ist da? Ich... Leute? Leute, hier ist jemand. Bei mir. Oh Gott! Ruhig. Ein und aus. Hey. Alles okay. Alles gut. Habt ihr ihn gesehen? Komm. Er war... Hier war jemand drin. Hier drin bei mir. Aaron, das ist eine Puppe. Nein, es war keine Puppe. Er hat den Hut auf, wie H.H. Holmes. Charles, du schindest sie zu Tode. Jetzt halluziniert sie schon Zeug aus der Show. Ich hab nicht... Es ist nichts passiert, Aaron. Du bist okay. Da drin ist niemand. Beruhigen wir uns alle. Bringen wir Aaron zum Ausruhen in ihr Zimmer. Fuck, ich bin nicht müde. Gehen wir. Komm, Aaron. Ah,
da sind sie ja. Aaron erweist sich als besonders mutig. Meinen Sie nicht? Na, wo ist jetzt unser Gastgeber, Mr. Dumet? Offenbar hat er die Insel verlassen. Noch vor dem Abendessen. Wie unhöflich. Charlie hat es geschafft, die Moral der Truppe zu heben. Gut so. Denn es warten noch viele Herausforderungen. Ich beobachte nur. Und das kann sehr frustrierend sein. Manchmal beneide ich sie. Ich protokolliere nur. Sie aber greifen ein. Eilen Sie lieber zurück, bevor einer unserer Freunde eine schlechte Entscheidung trifft. Lasst uns alle mal tief durchatmen und nicht den Kopf verlieren. Nein, Charles. Es reicht. Diese Sache war von Anfang an seltsam und jetzt haben wir Angst. Ach, ruhig Blut. Ich mein's ernst. Alles hier ist falsch. Ich geb's ungern zu. Aber Kate hat recht. Jemand wollte Aaron angreifen. Wir wissen nicht, ob das wirklich passiert ist. Ich habe ihn gesehen. Im Dunkeln? Meinst du, ich denke mir das aus? Beruhigt euch, okay? Ich muss mal kurz nachdenken. Ja, na klar doch. Und er tritt von der Bühne, unser ach so sicherer Anführer. Was war das? Charlie denkt nach und sieht dabei aus wie ein trotziges Kind. Vielleicht hat er recht. Ohne diese Folge sind wir alle erledigt. Machst du Witze? Was? Ich meine doch nur... Seit Jahren warte ich darauf, dass du mal irgendwas entscheidest. Irgendwas. Und jetzt sowas? Gerade jetzt zeigst du plötzlich Rückgrat? Sorry, mag verrückt sein. Aber wenn Aaron sagt, da war jemand, dann glaube ich ihr. Wir sind hier nicht sicher. Es war nur eine Puppe. Du denkst, ich lüge? Echt jetzt? Naja, vielleicht weißt du nur nicht, was du im Dunkeln gesehen hast. Und ob ich das weiß? Gut. Hier ist der Plan. Wir haben schon einen Plan. Wir verschwinden. Jetzt hör mal. Wir sollten nicht vorschnell urteilen. Ich werde die Matt suchen und dann alles aufklären. Es wird alles wieder gut, okay? Und wir bekommen unsere Aufnahmen. Er war nicht beim Essen. Wieso glaubst du, du findest ihn jetzt? Ich denke gern positiv. Solltest du auch mal versuchen. Bravo, Charles. Du konntest dich echt gut selbst täuschen. Der Matt ist weg. Das habe ich gesehen. Vielleicht ist er wieder da. Vielleicht auch nicht. Würde es dich umbringen, nur einmal positiv zu denken? Auf einer Liste von Charlies Ideen ist es nicht die schlimmste, die er hatte. Ist nicht mal die schlimmste, die ich heute Abend hatte. Halt dich zurück mit dem Selbstlob. Deine Prioritäten sind trotzdem beschissen. Von mir aus. Ich gehe. Ich komme mit dir. Warte. Musst du gehen? Wir sind gleich zurück. Versprochen. Bleib einfach, wo du bist, damit ich dich finde, okay? Mir ist egal, was er sagt. Mir reicht's. Ich packe meine Sachen. Kate! Ich verschwinde, Mark. Kommst du jetzt oder nicht? Aaron hat jemanden gesehen. Okay, hast recht. Sorry. Charlie hat gesagt... Wir sind hier nicht sicher. Das ist wichtiger als ein scheiß Job. Hast recht. Gehen wir, Aaron. Alles wird wieder gut. Warte hier. Kannst du nicht hierbleiben, während ich mein Zeug packe? Ich will keine Zeit vergeuden. Ich bin gleich um die Ecke. Machen wir schnell. Wir kommen zurück. Versprochen. Nein, nicht! Sorry, ich dreh noch durch. Könntet ihr sie auflassen, damit ihr mich hören könnt? Natürlich. Okay, du Genie. Wo suchen wir zuerst nach Dumet? Ich suche nicht nach Dumet. Ich check Einstellungen. Falls er mir dabei über den Weg läuft, super. Alter, dir ist echt alles egal, oder? Natürlich nicht. Sag das Kate. Du weißt genauso gut wie ich. Wenn wir aufbauen und eine Kamera läuft, will sie davor stehen. Ach, Arschloch. Was ist hier passiert? Ich... keine Ahnung.
Jamie, hier drüben. Okay, ja, verdammt, ich dreh durch. Das ist nur Blut. Nur Blut? Machst du Wetze? Du ziehst voreilige Schlüsse. Wir wissen nur, dass irgendwas hier langgeschleppt wurde und geblutet hat. Und das ist für dich kein Grund zur Sorge? Tja, es ist etwas schräg. Schräg? Was willst du von mir hören? Wahrscheinlich hat Dumet oder der Hausmeister einfach irgendein totes Tier von draußen reingezerrt. Vielleicht unser Abendessen. Willkommen zusammen zu unserem Unterhaltungsprogramm. Oh, was zur Hölle? Präsentiert von Grantham Dumet. Dumet? Was? Also ist er nicht weg. Agent Monday am 12. Oktober 1997 am Flughafen O'Hare kennen. Ich hatte den Auftrag, ihn dort abzuholen. Ich war ihm schon bei einem Vortrag über kriminelle Verhaltensmuster begegnet, der einige Wochen zuvor hier in Chicago stattfand, aber sicher hat er sich nicht an mich erinnert. Ich war ziemlich nervös, unerfahren wie ich war. Ich hatte gerade erst meine Ausbildung beendet und jetzt sollte ich für diesen berühmten Profiler den Chauffeur spielen, der gerade den Fall in Arkansas gelöst hatte. Sämtliche Zeitungen waren voll davon. Mein erster Eindruck war, dass er... Hörst du das? Mein Herz! Hilfe! Bitte! Bitte! Sind Sie... Alles. Was ist passiert? Geht's Ihnen gut? Was zum Teufel? Stopp! Da! Was ist das? Das ist eine Druckwelle. Du verlagerst dein Gewicht von der Platte und der Typ wird von dem Ding aufgespießt. Hilfe! Bitte! Hilfe! Hilfe! Jamie? Meine Hand. Komm schon, verdammt.
wo ich bin. Was habe ich getan? Wir müssen hier weg. Jetzt. Charlie. Ha? Weg hier. Hast du ihn gesehen? Die Maske? Was zur Hölle war das? Verarschst du mich? Wir sitzen fest. Himmel. Sitzen fest. Was machen wir? Die scheiß Tür eintreten. Okay. Auf drei. Eins, zwei, drei. Ja. Hörst du das? Ja. Was ist hier los? Fuck. Hast du einen Kristall gefunden? Mach das nicht. Und mach dich nicht lustig. Sorry. Will ja nicht, dass du dich schneidest. Der Stein ist höllisch scharf und, naja, super magisch. Es ist ein Amethyst. Er beruhigt, indem er einen mit schützender Energie umgibt. Ja, ich weiß. Bezeichne ihn dann nicht als Stein. Vielleicht denke ich nur, du solltest Verantwortung für deine Gefühle übernehmen und den Job nicht einem Kristall überlassen. Vielleicht hast du recht. Aber du musst deshalb ja kein Arschloch sein. Okay, vielleicht war die Bemerkung blöd. Tut mir leid. Schon okay. Das ist weder die Zeit noch der Ort. Ich muss dir was sagen. Okay. Du hast den Kamerajob erwähnt, den ich abgelehnt habe. Ich habe dir nie die Wahrheit gesagt. Worüber? Es war kein Job, nicht wirklich. Wovon redest du? Kennst du noch meinen Freund Mary? Er hat ein Studio in Brooklyn aufgebaut. Bildende Kunst. Er wollte einen Partner. Das ist dein Traum. Ja. Es gibt keinen Cent zu verdienen, also dachte ich, du würdest zu Recht sagen, es wäre Wahnsinn. Denn das wäre es. Wieso hast du es nicht gemacht? Und mir nichts gesagt? Die Dinge wurden schon hart für uns. Nein, 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 nein. Gib mir nicht die Schuld daran. Das warst allein du. Ich weiß. Ich habe es abgelehnt, weil es... It would have taken me away from you. Ich nehme an, daran habe ich nicht gedacht. Ich wollte... Was willst du von mir hören? Ich habe wohl darauf gewartet, dass sich was ändert. Insgeheim hoffe ich es immer noch. Mark, ich habe mich niemals davor gedrückt, dir zu sagen, wo meine Prioritäten liegen. Schon gut. Verstehe. Wir sollten los. Gehen wir zurück zu Aaron und hauen schnellstens ab. Haben Sie Dumet gefunden? Charles scheint ganz heiß drauf, mit ihm zu reden, also vielleicht, ja. Wie viel reiner Amethyst heutzutage online wohl so einbringt? Läuft bitte hier rum und schließt die Türen ab. Dumet? Seine kleine Helfer im gelben Mantel?
Warte. Was ist das? Scheiße, findet das irgendjemand etwa lustig? Wie kommt das hierher? Hast du das mitgebracht? Nein. Ist sie das? Ja. Shelby. Passende Nägel? Oh Gott, nicht. Wir haben sie immer gleich gemacht. Das ist er. Was? Das ist er. Im Hintergrund. Du kennst ihn? Irgendwie schon. Er war einfach so ein Typ, der immer da war. Wir waren manchmal auf den gleichen Partys, mehr nicht. Es war meine Schuld. Du weißt, dass das nicht stimmt. Ich sollte sie treffen. In der Nacht, in der es passiert ist. Wir wollten was trinken gehen, auf eine Party. Ich hab verpennt. Es war eine große Sache, auf dem Campus nicht allein rauszugehen. Shelby hat auf mich gewartet, ich kam nicht und... Da hat er sie erwischt. Es ist okay. Es ist nicht okay, verdammt. Kann es nicht sein. Ich muss jeden Tag damit leben und jetzt weiß es jemand. Jemand wollte, dass ich das finde. Was zur Hölle ist das? Keine Ahnung. Das ist ein mieses Gefühl. Was zum Teufel? Kommt hier rüber, los! Charlie! Ich kann sie nicht halten. Hör zu. Ihr mischt verdammt nochmal hier raus, egal wie. Verschwindet von hier. Los! Jamie! Charlie! Was zur Hölle ist passiert? Ich... keine Ahnung. Aber ich glaube, es ist... wirklich übel. Ah! Bewegt sich nicht. Und was jetzt? Wir sind am Arsch. Es muss einen Weg herumgeben. Ja, Wartungskorridore. Zwischenräume, unbedingt. Rolling. Speed. And action. What do we know about this guy? He's rich, he's a recluse, he's obsessed with H.H. Holmes. Some of the rooms are full recreations from the murder castle. Dumet has blueprints, documents, artifacts. When I said this would save the show, I was not exaggerating. A man is entitled to his privacy. He's cagey. I want to know what he's trying to hide. Guys? Guys, somebody's in here with me. Think about the killers we've covered. There's always a weakness. You suggesting we invite him to tea and psychoanalyze? I'm suggesting we use our heads. Stop! I'm not playing detective. I just want to survive. Playing detective is how we survive. He's just gonna pick us off one by one, isn't he? This is exactly what he wants. He's making you choose which one of us dies. Put me deeper than anyone else. And cover the ground with more cement cause. Trust me. Being dead ain't enough to stop me from killing again. Why don't you hang a second while I unpack, then I can help you find your room? Something about this place makes me want to use the buddy system.